Herzlich willkommen auch euch und danke für die Einladung, hier zu sprechen über Schuld, die die Gesellschaft auf sich geladen hat, mit Kindern, denen mit sexuellem Missbrauch und Gewalt in Heimen und Internaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unendlich viel Leid zugefügt wurde. Ich bin Ombudsfrau in der Diözese Linz und als die Meldungswelle in Irland, Großbritannien, Amerika und Deutschland heranbrach, hat man auch in Österreich plötzlich sehr viele Anrufe und Meldungen bekommen. Ich habe mit über 100 Menschen gesprochen, öfter mehrere Stunden und ihre Ergebnisse protokolliert. Das ist meine Aufgabe. Nachdem ich Psychotherapeutin bin, schaue ich mir das auch an, wie es ihnen gegangen ist als Kinder und welche Auswirkungen das heute hat. Und darüber möchte ich noch erzählen. Am Telefon sind oft die ersten Mitteilungen gekommen und dann haben die Leute gesagt, ich muss es ihnen sagen, denn was nicht gesagt ist, ist nie geschehen. Und die Situation von Kindern vor 30, 40 Jahren war leider eine andere als heute. Gewalt war als Erziehungsmittel alltäglich und erlaubt. Wobei es auch in den Gesetzestexten geheißen hat, es muss Gewalt, darf keine, oder Bestrafungsrituale dürfen keine Entwürdigung mit sich bringen. Das haben die Erziehungsheime und Internate nicht eingehalten. Es war in Österreich für Kinder gefährlich, das Kind einer alleinerziehenden Mutter zu sein. Zwei-, dreimal Schule schwänzen hat gereicht und es kam die Fürsorgerin und hat dich ins Kinderheim gebracht. Dort herrschte militärischer Drill. Die Erzieher waren sehr oft Leute, die im privaten Leben oder im beruflichen Leben nicht einsteigen konnten, alte Nazis oder solche, die von alten Nazis ausgebildet wurden. Die Häuser waren Klöster, große Häuser, es gab Heime mit unendlich langen Betongängen, wo die Kinder ständig an Blasenentzündung und Unterleibsbeschwerden litten und gar nicht drüber reden konnten. Es gibt einerseits die Vorkommnisse, wo Gewalt ausgeübt wurde in der Erziehung und es ist so geschehen, dass jede Strafmechanismus auch mit der Gruppe verknüpft wurde. Es wurden mir Erlebnisse erzählt, wo Kinder sich in zwei Reihen aufstellen mussten und ein Missetäter musste durch die Reihe durchlaufen und jedes Kind hatte die Aufgabe, mit einem Stock hinzuschlagen auf den Missetäter. Und wer aus Kollegialität und Solidarität zu wenig festgeschlagen hat, musste selber durch diese Reihe gehen. Wenn die Fürsorgerin kam, dann sind die Kinder schön angezogen worden und es hat besseres Essen gegeben und das war die ganze Kontrolle von außen. Es war auch nicht möglich, von außen Hilfe zu holen, weil es eine Briefzensur gab. Und die, die sich trauten, zu Hause darüber zu reden, denen wurde oft nicht geglaubt. Gute Schüler kamen ins Stiftsgymnasium. Das war zu Zeiten, wo noch nicht in jedem mittleren Bezirksort mittlere und höhere Schulen waren. Sie waren völlig unvorbereitet auf die Gewalt, die ihnen dort entgegenschlug. Einerseits hierarchische Unterwerfungsrituale von älteren Mitschülern, andererseits die Anwesenheit von pädophilen Erziehern und sadistischen Lehrern. Auch hier hieß es, sei froh, dass du dieses gute Gymnasium besuchen kannst. Andere wären froh, wenn sie da sein könnten. Das hat die Kinder in eine unendliche Einsamkeit gebracht. Und wenn sie missbraucht wurden, hat es noch dazu geführt, dass sie auch in der Altersgruppe völlig isoliert dastanden. Das ist eine Auswirkung von Missbrauch. Die Täter waren sehr raffiniert in ihrem Vorgehen. Manchmal haben sie sich bei heimwehkranken Kindern angeschlichen mit väterlichem Gehabe und allmählich ist dieses Verhältnis in Missbrauch übergegangen, wenn sie keinen oder zu wenig Widerstand wahrgenommen haben. Die Frage ist, sind alle Kinder Opfer geworden? Eindeutig nein. Ein Mann hat mir erzählt, besonders die zarten Knaben, die Heimweh hatten und wenig Rückhalt von zu Hause oder von weit weg waren, selten besucht wurden, waren sowohl bevorzugte Gewaltopfer als auch bevorzugte Missbrauchsopfer.
Die Geschlossenheit eines Systems ist heute in den Gruppierungen, die sich über Prävention Gedanken machen, der erste Ansatzpunkt. Es darf nicht mehr passieren, dass Menschen in geschlossenen Einrichtungen ohne jeden Zugang zu Hilfe von außen untergebracht werden können. Da gehören auch Behinderte dazu, kranke, alte Menschen und natürlich auch Kinder und Jugendliche. Denn das Nicht-Reden-Können, kein Handy haben, niemand anrufen können, in Briefen nicht die Wahrheit schreiben können, hat die Opfer ihren Peinigern ständig ausgeliefert. Wir fragen uns heute, was sind die Auswirkungen dieser Behandlung gewesen? Und ich möchte euch einfach vier Punkte sagen. Viele haben Glück gehabt, später noch jemanden zu treffen, der sich um sie kümmert. Manche haben sich das Leben genommen und sind keine 20 Jahre alt geworden. Andere sind verrückt geworden und in der Psychiatrie gelandet. Und wenn sie in Salzburg, gerade in der kalten Jahreszeit, in den Hauseingängen von Einkaufszentren oder im Bahnhof, im neuen Bahnhof oder in der Notschlafstelle Menschen treffen, dann seien sie bitte nett zu ihnen. Es könnte ein Sandler sein, der so eine Kindheit hinter sich hat. Der Abt von Grimsmünster hat jetzt erst gesagt, es war ein großer Fehler, den Gerüchten damals nicht nachzugehen. Und ich denke mir, wir haben heute auch wieder Gerüchte von Kindern, die misshandelt werden. Und wir müssen uns die Frage stellen selber, was wissen wir heute und wie werden wir schuldig, wenn wir wieder nichts tun? Was wissen wir heute über die Beiträge, die Kinder liefern, um seltene Erden für die Handyproduktion herzustellen? Wie kaufen wir im Winter Gemüse und Erdbeeren aus Südspanien, wenn wir wissen, dass dort Familien aus dem illegalen Immigrationsbereich ausgebeutet werden, ohne jede soziale Absicherung? Wir müssen hinschauen statt wegschauen und mit Zivilcourage handeln. Danke für euer Zuhören, für dieses ernste Thema. Applaus